Jetzt auch über den Double von Geekplanet herzlich willkommen zurück auf unserem Channel. Passend zu unserer Aktion vom April 2018 schauen wir an, wie man aus MDF-Bausätzen MDF-Gelände baut. Also viel Spass beim Zuschauen. Die Container sind von Warsonel und gehören zu einer Auswahl an verschiedenen Container-Geländestücken, die miteinander kompatibel sind. Die Bausatzreihe heisst Shipping Containers und ihr findet sie auf geekplanet.ch bei entsprechender Suche. Der Bausatz enthält neben den MDF-Teilen keine Bauanleitung. Den Link zu dieser findet ihr aber auf unserer Website. Der erste Schritt ist, wer jetzt denkt, das Ausbrechen der einzelnen Teile. All die Teile sind sehr genau zugeschnitten und passen extrem genau aufeinander. Nach dem Ausbrechen kann man hier und dort einen kleinen Rand wegfielen, wo das Teil mit dem Rand verbunden war. Der Rand ist aber meistens so fein, dass es nicht mal nötig ist. Zum Zusammenbauen braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Die Teile halten aber einiges aus. Man muss also nicht Angst haben, dass so eine Pin oder so eine Steckverbindung bei der geringsten Belastung schon abbricht. Die Teile haben dank diesen super genau passenden Verbindungen meistens auch ohne Leim, aber es ist sicher nicht schlecht, wenn man an gewissen Stellen ein bisschen Leim anbringt, um noch ein bisschen mehr Festigkeit zu geben. Alles in allem dauert der Zusammenbau vom Container kaum mehr als 10 Minuten. Der nächste Schritt ist die Grundierung vom Container. Für da nimmt man am besten einen Grundierspray. Weil MDF stark saugt, kann es sein, dass vor allem beim Anmalen mit einem Pinsel zu viel Flüssigkeit aufgesaugt wird, die dann das MDF aufquillen lässt. Eine gute Grundierung versiegelt das MDF und macht, dass das Holz nachher weniger Flüssigkeit aufsaugt. Dank fortschrittlicher Technologie kann ich den Container rasch schwarz grundieren und grün einfärben. Zur Beschriftung habe ich ein Logo und einen Schriftzug ausgedruckt und mit einer Schere ausgeschnitten und dann auf insgesamt 4 von diesen Türen geklebt. Mit dem Airbrush habe ich den Schriftzug und das Logo auf die Türen gesprayt. Achtet darauf, dass ihr nicht zu nahe reingeht und nicht mit zu viel Druck airbrushen, weil sonst zu viel Farbe unter die Schablone kommt. Der nächste Schritt ist das Anmalen von Rost und Beschädigungen. Für da brauche ich, wie schon bei der Fabrikruine, ein Stückchen von einem Küchenschwamm und 2 Brauntöne. Nehmt mehr vom dunkleren Braunton, der heller oder der röter sollte eher ein Akzent auf einen dunklen Braunton sein. Abschliessend habe ich mit einem dunkelbraunen Wash noch ein paar Regen- und Roststreifen aufgemalt. Damit sind wir bereits wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch gerne MDF-Gelände bauen würdet, dann schaut doch mal vorbei auf unserem Webshop auf geekplanet.ch. Ihr findet den Link unten in der Description. Wir haben eine grosse Auswahl an verschiedenen MDF-Bausätzen von verschiedenen Herstellern. Ein Teil ist noch nicht angemalt, ein Teil ist schon spielfertig bedruckt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne einen Kommentar schreiben oder auch eine E-Mail schicken. Oder ihr könnt uns immer gerne über Facebook kontaktieren. E-Mail-Adressen und Facebook-Adressen findet ihr unten auch in der Description. Auf diesem Channel geht es gleich weiter mit anderen Videos, darum stay tuned. Ciao zusammen.